Und damit hallo und herzlich willkommen hier zurück zu White Knight Chronicles 2. So, meine Lieben, ich werde jetzt hier nochmal versuchen, den Typen kaputt zu machen, den schwarzen Ritter. Das wird mit Sicherheit nicht allzu leicht werden, weil der hat mich ja beim letzten Mal ziemlich kaputt gemacht. Fand ich dann nicht so toll. So richtig geil fand ich das halt nicht von ihm. Ne, aber mal gucken, ob wir es diesmal hinkriegen. Ich werde versuchen, ihn vielleicht auch so ein bisschen aus dem Gleichgewicht zu bekommen. Aber mal schauen. Aber ich stoß ist, glaube ich, wirklich am besten bei ihm. Genau. Und dann bei 400 immer schon Heilerseele machen. Ich glaube, dann sind wir am besten dran. Ja, sehr schön. Also immer schön bei 400 Heilerseele machen. Gut, bei Caesar, da kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht auch noch drauf achten, dass ich da, dass er sich heilt. Das muss er dann wirklich selber machen, ne? Und entweder er heilt sich dann oder er heilt sich eben nicht. So, das hat es jetzt gebracht. Jetzt ist der schwarze Knight, der Black Knight, machen wir es doch so, aus dem Gleichgewicht gekommen und jetzt ist er schon wieder im Gleichgewicht. Na toll. Toll. Oh, ich bin bei 300, bei 300. Schnell, 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 schnell. Oh, da muss ich echt aufpassen, dass ich das nicht verpasse, mich rechtzeitig zu heilen. Sonst bringt er mich wieder um. Und dann darf ich den ganzen Scheißweg wieder bis dahin rennen. Das war nämlich nicht so schön, weil ich muss ganz ehrlich gestehen, ich hatte versucht, da während der Aufnahme noch schnell hinzukommen. Jetzt hat er sich geheilt, oder? So ein Frechdachs. Oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit. Okay, ich glaube, er hatte sich gerade geheilt. Ja, dann kann ich wieder rüber. Ja, jetzt darf ich mich wieder heilen. Wir sind zwar noch nicht bei 400 gewesen, aber jetzt halt, ne? So, okay, also Caesar heilt sich auch selber. Das ist ganz gut zu wissen. So, was ich erzählen wollte, war, ich hatte versucht, nach der letzten Aufnahme, wo ich ja hier gescheitert bin, wieder hier an diese Stelle zu kommen, und zwar sofort. Also ich habe keine Pause dazwischen gemacht. Ich wollte sofort wieder dahin, um das eben auch zu schaffen. Und bin dann natürlich wieder durch die Monstermassen einfach nur durchgerannt. Und dann ist es tatsächlich passiert, dass sie mich einfach mal gekillt haben. Sowas Böses, ne? Und dann hatte ich auch keine Lust mehr, das zu versuchen. Muss ich ganz ehrlich gestehen. So, was machen wir, wenn meine MP zu Ende sind hier? Was mache ich dann? Na, ah, jetzt hänge ich hier wieder rum, ne? So, warte, dann direkt mal Heilerseele machen. Komm, jetzt steh auf hier. Na, geht doch. Heil dich jetzt bloß. Ach, geht doch. So, direkt nochmal, und ich glaube, dann kann ich auch schon direkt einen Gegenstand nehmen. Ich würde ganz gerne einen Mana-Trank nehmen. So. Okay, und Stoß. Diesmal haben wir es besser überwunden hier. Das ist natürlich echt fies, wenn er mich da aus der Balance bringt. Okay. Oh, ich muss mich wieder heilen. Einmal wieder heilen. Sehr gut. Ja, das... Oh nein, oh nein, oh nein, das ist nicht gut. Kann ich direkt schon wieder die Heilerseele machen. Wenn er mich jetzt platt macht, dann werde ich böse. So, nochmal Heilerseele machen. Sehr gut. Der ist aber auch hartnäckig, dieses Vieh hier, ne? Dieser doofe schwarze Ritter. Der ist aber mal mega hartnäckig. So, und jetzt bringen wir hier auf den letzten Meter nicht noch Caesar um. Dann werde ich auch grantig. So, okay. Wir haben ihn aus der Balance gebracht. Sehr gut. Jetzt angreifen hier. Caesar, genau. Schön angreifen hier. Komm schon, wir schaffen das. Okay, ich brauche noch keine Heilung. Haben wir es? Ich glaube, wir haben es. Wir haben es. Ich kann ihn nicht mehr angreifen. Perfekt. Wir haben ihn geschafft. Juhu. What? We're
resonating? We will settle this quarrel later. Get back here! Caesar, we need to get Leonard back to Ballandor as soon as possible. Fine. How's Leonard doing? In bed, sleeping. He was in a lot of pain. What happened? Perhaps he's relied too much on the Knight's power. Hey! This is Leonard we're talking about. Once he's had a nap, he'll be back on his feet. In the meantime, we gotta find a way to stop Ishrenia. The Royal Army and Ishrenia's Imperial Army are facing off in the south of Greydor Plain. A bloody battle is coming, and soon. Yeah. I've decided to fight on the front lines with Ballandor. If that bastard Shapur comes back, they'll need my help. I'm going too. No. I'd rather you stay here with Leonard. You know, keep him from doing anything crazy. Right. Yuli. How's he doing? Any better? The physician examined him, but we couldn't determine what's ailing him. I feel just awful, pushing him to the limit like this. If we hadn't forced him to carry so much of the burden. Forced him? It's always been his choice, right from the beginning. He saved this kingdom, now he's trying to save the whole world. But me? I just... When have you ever heard him complain about any of this? You haven't forced him to do anything. You didn't have to. He fights because he wants to. Because he wants you! Yuli.
much for just coming to grips with it. This wouldn't happen if I was stronger. You plan to do it alone? Faria, I presume. I have the Shagnar already. Let's go. Thank you. Okay, ja, meine Lieben, da ist ja jetzt eine ganze Menge passiert und wir sollen jetzt zurück nach Faria, oder was? Kann ich denn da einfach so hin, oder was? Anscheinend. Sehr schön. Das heißt, ich muss nicht nochmal den ganzen Weg zurücklaufen. Gott sei Dank. Aber ich frage mich trotzdem, was mit Lennart ist und was unsere liebe Juli jetzt vorhat. Das können wir uns, glaube ich, schon erahnen, was sie nun vorhat. Ich bin gespannt, ob es klappen wird. So, ja, soll ich dich mal anquatschen? Ach so, ja, nee. Ach ja. So, ich denke mal, wir müssen jetzt geradeaus, oder? Zu dem Baum halt, genau. Ja, steh mir doch nicht im Weg rum, Mensch. Junge, das geht doch nicht. Ich muss doch hier durch, wichtige Aufträge. Ich muss doch Lennart retten. Wir müssen stärker werden, um Lennart zu retten. Ich weiß zwar nicht, inwiefern das jetzt nun hilft, aber... Egal, vielleicht hat das ja auch was mit diesen Verbindungen zu tun. Vielleicht wurde ja beim ersten Mal, als die alle aufeinander reagiert haben, die drei, irgendwie von Lennart die Energie irgendwie abgesaugt. Könnte das sein? Oh, wartet mal. Ich glaube, ich speichere lieber vorher einmal ab. Ich weiß nämlich nicht, was da jetzt passiert. Und wenn dann wieder irgendein blöder Kampf kommt, wo sie dann alleine kämpfen muss oder so, sollte das klappen. Weil eigentlich hatte sich dieser Ritter ja dazu entschlossen, nie wieder zu kämpfen. Und sollte der jetzt überredet werden, dann könnte ja vielleicht nachher ein Kampf kommen, den wir alleine bestreiten müssen. Und das wäre total doof. Und dann würde ich nachher sterben. Und das wäre dann noch blöder, weil dann hätte ich nicht gespeichert. Dementsprechend lieber einmal speichern. Sonst muss ich den Kampf gegen den Schwarzen Ritter nochmal machen. Das wäre richtig doof. So, auch nochmal eben kurz die Gegenstände kontrollieren. Haben wir Mana-Tränke, sortieren. Heiltrank, Mana-Trank, 10 Stück jeweils, alles klar. Gut, dann mal los. Auf geht's. Leonard's gonna be okay, right? He should be. Ach toll, hier hätte ich ja auch nochmal speichern können. Ja, nee, so dringend habe ich es dann auch nicht nötig mit dem Speichern. So, da vorne ist er, eingeschlossen im Baum Yggdra. Mal gucken, ob der Ritter unser Flehen erhören wird. Juli, welcome back. Word travels fast. We heard you obtained the second insignia in Greed. Yes, that all went well enough, but... You see... Let me guess, the knight. Yes, we have need of her strength. I'm afraid that may prove difficult. As Father Yggdra explained, the Moon Maiden has chosen to never do battle again. And besides... We don't have the Ark. Yes, that is correct. Grandfather was afraid war would break out over the knight's power.
So he entrusted the Ark to someone else. Who exactly? I believe his name was Medius. Medius? You know him? Yes. He was the headman of Cinca Village. He's the one who found the ancient ruins in the Dogma Rift. Then why don't you pay him a visit? We would, had he not passed away. Oh, that is a shame. Without the Ark, there is no way to commune with the Moon Maiden and wake her from her slumber. Faria owes you many debts. I only wish I could do more for you. Well, you've given us something to work with. Let's go to Cinca Village. See if Medius left any clues. Good idea. Thank you, Miu. Wait. I shall go with you. I have a debt to repay. With your permission, my lady. Of course. Travel safely. May Yggdra's blessings be upon you. Skardine ist der Gruppe beigetreten. Ja, Skardine ist wieder da. Okay, wir sollen also zum Signa-Dorf. Wie kommen wir denn da hin? Wo müssen wir denn da lang? Wo, wie, was? Wer? Hallo? ja, ich muss ja erstmal zum Ausgang dackeln. Ne? Ich wünschte immer noch, es gäbe hier mal so eine Art Teleportsystem. Das wäre total nice, aber das wäre natürlich auch irgendwie total unlogisch. Muss ich ganz ehrlich gestehen, es wäre dann doch schon irgendwie unlogisch, ne? Aber da müssen wir mal gucken. Ich glaube, wir müssten dafür zu den Nordia-Tunnel, oder? Aber wollten wir nicht eigentlich sowieso zu Nord... Nee, Moment. Nordia-Tunnel, ich dachte, da hätten sich die Leute drin verzogen. Die Ritter von Belendor, oder nicht? Jetzt bin ich ganz verwirrt. Ich glaube, ich bin gerade einfach leicht verwirrt, was die Geschichte gerade angeht. Aber ich bin ja froh, dass mal wieder so viel passiert ist. Also, dass wir mal wieder so viel Story jetzt hatten. Ohne irgendwie durch ein und dasselbe Gebiet zu latschen und ein und dieselben Monster zu killen, die wir eh schon kennen. Das ist ja wirklich anscheinend etwas, was ihr jetzt auch so langsam... Och nein. Wieso? Wieso haben die das so verändert? Jedes Mal drücke ich es wieder. Ich will doch nicht zum vergessenen Wald. Mann, ich wollte zur Weltkarte. So, zurück zur Weltkarte. Jetzt aber. Also, hier ist der vergessene Wald. Hier haben wir die Dogma-Schlucht. Greed, Nordia-Tunnel. Ach nee, hier, Van Tingens Bummens. Van Haven Ödland ist mein nächstes Ziel. Und da sind wir schon direkt im Sinkerdorf. Wie praktisch. Is this it? Cinca Village? Yes, or at least it was. You can see there's not much left. What happened here? Leonard and the others spent their infancy here. The villagers must have found out too much about the knights. Let's split up and see if we can find any clues. Okay, hier habe ich schon einen. There has to be some kind of clue lying around. Ein Eimer. Ich glaube, den habe ich schon mal gesehen. Okay, es war nur ein Eimer. War doch kein Hinweis. War nur ein Eimer. So, Shiva steht da rum. Das ist nur ein Stück Schrott. Na toll. Auch das noch. Ein Stück Schrott. Kann denn sowas gebrauchen? Niemand. Ja, wir müssen jetzt Ausschau halten anscheinend nach diesen glitzernden Dingern. Das sind dann unsere Hinweise. Da kann ich auch nicht rein. Also zum Glück ist ja das Sinkerdorf jetzt nicht so groß. Gott sei Dank, sonst würden wir uns hier einen Ast abrennen. Da hinten ist noch was. Ah, hier ist aber auch noch was. Eine Puppe. Ich glaube, damit habe ich als Kind gespielt. Interessant. Immerhin haben wir die Puppe von Juli wiedergefunden. Mal gucken, was haben wir denn hier? Ein Spiegel. Grundgütiger, ich erinnere mich daran.
Hier könnten noch andere Dinge zu finden sein. Du solltest weitersuchen. Okay. Ich suche ja schon. Ach, guck mal, jetzt stehen die auf einmal woanders. Mein Kopf. Moment. Unter der Erde? Was zum Teufel? Wo kam das denn her? Keine Ahnung. Eldor, was sagst du dazu? Hast du schon etwas gefunden? Welche Geheimnisse über die Ritter kannte Medius nur? Ich habe versucht, seine Stimme nachzumachen. Die so tief und dunkel und ziemlich emotionslos. Okay, ich höre auf damit. Ja, wir könnten ja mal hier in den Brunnen gucken. Da ist aber nichts drin. Ah, hier hinten, da ist jetzt was. Oh, mein Kopf platzt gleich auseinander. Moment, wo der Kreismond scheint auf wässrige Wogen. Okay, was soll das bloß bedeuten? Wo der Kreis scheint auf wässrigen Wogen. Der Brunnen. Der Kreis scheint auf dem Brunnen. Nein, der Mond scheint auf den Brunnen. Skardain, was sagst du denn dazu? Na, ist dir schon eine Erleuchtung gekommen? Wenn es hier irgendwelche Antworten gibt, Juli, solltest du am besten nur sie finden. Na, okay. Ah, mein Kopf, ich halte das nicht mehr aus. Moment, liegt verborgen der Silberbogen. Oh Mann, ich glaube, ich werde verrückt. What's wrong, Juli? I think I grew up here. With Leonard and Caesar and the others. What? I remember now. About Medius? Yeah. There were five of us. The babies they found in the Dogma Rift and raised in this village. Leonard, Caesar, Kara, Seti, and me. Medius raised us like his own children and continued investigating the rift. And that's when he discovered the connection between us and the Knights. You were Pact Makers. Right. Medius was afraid of what the Knights were capable of, and so he locked away our memories and entrusted each of us to different parents. And do you know where he might have concealed the Ark of the Moonmaker? What is it? Underneath the earth it hides, where a circle moon lights the waterside. There the silver boat doth bide. Charming. It's a poem Medius taught me, I think. He recited it all the time. Well, I have heard that the moon maiden's ark is in the shape of a boat. Water underneath the earth. An underground lake. That sounds like the Van Haven Waste. The whole area sits atop a series of caverns. Right. Then that's the place to look. Okay. Ja, meine Lieben, hier sind wir anscheinend jetzt fertig. Achso. Ja, hier sind wir jetzt anscheinend fertig. Da muss ich jetzt auch nur noch den Ausgang finden. Und dann geht's halt ins Ödland und dann müssen wir da alles absuchen. Na super, das kann dauern. Ich würde allerdings dann sagen, ich mache an der Stelle erst einmal einen Cut. Und wir sehen uns dann in einem neuen Part wieder. Bis dahin. Tschüssi.